Das ist eine der kleinsten Saunen. Untergebracht in einer Gondel. Maximal 4 Leute haben Platz. Manche singen in der Sauna, andere rezitieren Gedichte oder erzählen Witze. Zwei Schäfchen unterhalten sich, sagt das eine Mäh, sagt das andere Mäh doch selbst. Beim Schwitzen ist Unterhaltung gewünscht. Selbst Yoga bieten einige an, ein Trend aus Finnland. Sauna ist Wellness, aber auch Gesundheitsvorsorge, denn ein Saunagang ist wie ein kleines Fieber. Was passiert mit dem Körper? Durch die Hitze in der Sauna steigt nach ein paar Minuten die Temperatur im Körperinnern um 1 bis 2 Grad, wie bei einer Fieberreaktion. Dadurch wird das Immunsystem angeregt und die Abwehrzellen aktiviert. Das kann Erkältungen vorbeugen. Auf das Herz-Kreislauf-System wirkt die Hitze wie ein Training. Die Gefäße weiten sich und es wird die doppelte Blutmenge durch den Körper gepumpt. Die Atem- und die Herzfrequenz erhöhen sich. Ein Aufguss wirkt wie ein Turbo. Durch die hohe Luftfeuchtigkeit überträgt sich die Wärme schneller auf den Körper. Für die Haut hat das Saunieren eine reinigende Wirkung. Der Schweiß drückt die oberen Hautzellen, die schon längere Zeit drauf sind und auch teilweise abgestorben, drückt da weg. Und wenn man sich dann anschließend duscht und mit dem Handtuch abreibt, dann hat man im Prinzip so eine Art Peeling. Also ganz sanftes Peeling. Wie sauniert man richtig? Egal ob mit Entspannungsmeditation oder ganz klassisch, die meisten Saunen sind zwischen 80 und 100 Grad heiß. Es gibt aber auch schon welche mit 50 oder 60 Grad. Ein Saunagang sollte etwa 8 bis 15 Minuten dauern, abhängig von der Temperatur und davon, wie man sich fühlt. Am Ende ein bisschen sitzen, damit der Körper sich aufs Aufstehen vorbereitet. Danach ist frische Luft sehr angenehm. Beim Abkühlen langsam mit Beinen und Armen beginnen. Dieser Wechsel zwischen heiß und kalt trainiert die Blutgefäße. Wer will, kann noch ins kalte Becken springen. Wichtig sind ausreichende Pausen zwischendurch, 20 bis 30 Minuten bis zum nächsten Saunagang. Als Neuling sollte man in einer Sauna mit niedrigerer Temperatur beginnen und langsam starten. Sich erstmal vorbereiten, Fußwärmebad, ganz wichtig, damit der Körper sich erstmal öffnen kann, damit er schwitzen kann. Dann empfehle ich immer, fangen Sie langsam an, setzen Sie sich auf die mittlere Stufe, ganz einfach. Und wenn es nicht mehr geht, die Saunatür ist nicht abgeschlossen, man kann jederzeit den Raum verlassen. Üblicherweise werden pro Besuch 2 bis 3 Saunagänge empfohlen. Was sollte man besser lassen? Rock'n'Roll ist erlaubt. Aber Finger weg vom Alkohol. Alkohol macht eine Gefäßerweiterung und da das ja auch in der Sauna zu einer Gefäßerweiterung kommt, kann im Zusammenhang mit Alkohol plus der Wärme in der Sauna, kann das zum Absacken des Blutdrucks. Solche Leute fallen dann auch mal um in der Sauna. Nicht in die Sauna sollte man mit Erkältungen oder auch Wunden. Wer unter Asthma, Kreislauf oder Herzproblemen leidet, muss vorher seinen Arzt fragen. Ansonsten gilt, viel trinken und eventuell etwas Magnesium einnehmen. Man verliert halt gewisse Blutsalze und ein Blutsalz, das da immer ein bisschen problematisch ist, das ist Magnesium. Manchmal haben die Leute dann in der Nacht nach der Sauna auch mal Muskelkrämpfe. Und da muss man gucken, einerseits ausreichend trinken, zum anderen würde ich also Magnesium auffüllen. Und dann kann man getrost 1 bis 2 Mal pro Woche in die Sauna gehen.